Moin ihr Landratten und was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour. Ja, was soll ich sagen? Es ist Sonntagmorgen, 4:32 Uhr und Kasi hat sich verabredet mit einem Kumpel am Hafen. Wir wollen den Sonnenaufgang an der Elfi filmen mit unseren Drohnen. Und ich habe so überhaupt keinen Bock. Gestern sah das noch ganz anders aus. Auch gestern habe ich gedacht, naja, kannst ja schön früh aufstehen heute Morgen. Ich habe gefühlt 3 Stunden geschlafen. Bin eigentlich total im Arsch. Nichtsdestotrotz werde ich mich gleich auf meinen Motorroller schwingen und zum Hafen fahren. Bei plus 1 Grad. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr Bock habt, begleitet mich. Und ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Bis später. Oh, wie bescheuert muss man eigentlich sein, ey? Ja, es ist jetzt, wie gesagt, 5 Uhr. Mach mich jetzt auf den Weg zum Hafen. Kein Schwein unterwegs, ey, auf dem Sonntagmorgen. Oh, doch, da. Ja, Vögel zwitschern, wenigstens die haben gute Laune. Ja, wie gesagt, ich habe mich richtig dick eingepackt, weil wir haben jetzt knapp über den Gefrierpunkt. Und ja, ich hoffe mal, dass es auszuhalten ist am Hafen. Normalerweise mache ich sowas ja nicht immer im Sommer, aber Mike kam auf die glorreiche Idee, ach, wir könnten ja morgen mal losfahren, beziehungsweise heute. Also machen wir das. So, ja, über die Autobahn ging ja jetzt ratzfatz, Viertelstunde und das war schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir 5:21 Uhr, ja, das passt von der Uhrzeit her. Da bin ich ja mal gespannt, ob Mikey auch schon da ist. Ja, das ist ja so die Strecke, die ich hier immer fahre, die kennt ihr ja. So die typische Hafenstrecke, wenn dann ja da hinten, wo wir auch das Fotoshooting gemacht haben, von unserem Honda Forza Treffen oder wo das Kreuzfahrtterminal ist. Ja, Kreuzfahrtschiff kommt heute auch noch rein. Kann auch sein, dass er schon da ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube noch nicht eigentlich. Ja, müssen wir mal gucken. Man muss sich hier längs fahren, da vorne, die Strecke ist gesperrt irgendwie. Na gut, fahren wir hier längs. Schöne Holperstrecke hier. Ja, wie gesagt, der Kreuzfahrer ist noch nicht da. Da muss ich gleich mal auf die App gucken. Es gibt ja mittlerweile für alles eine App. Und da kann ich dann mal genau nachgucken. Also die Federung beim Honda Forza ist ja wirklich gut. Aber bei diesen Strecken hier, ne, kommt er auch echt an seine Grenzen.
Ja, die Bilder sind im Kasten. Ich bin gespannt auf die Auswertung, weil ja, bei der Drohne ist es halt so, wenn du Langzeitbelichtung machst, dann muss die Drohne natürlich stillstehen in der Luft. Und es war doch ein bisschen windig. Und insofern ist es dann immer so ein Überraschungseffekt, ob die Bilder was geworden sind oder nicht. Ja, auf jeden Fall 3 Grad immer noch, also immer noch relativ kalt. Aber ein traumhafter Sonnenaufgang war es, muss man echt sagen. Also dafür lohnt sich dann doch wieder das frühe Aufstehen und dafür lohnt es sich dann auch mal zu frieren. Wobei kalt ist mir nicht. Hände halt, ne? Du kannst halt mit Handschuhen nicht fliegen. Ja, und der Sonnenaufgang ist dann wieder so schnell vorbei. Also das waren ja gefühlt irgendwie eine Viertelstunde. Ja, im Endeffekt täuscht das, weil jetzt haben wir gleich 6:30. Also ich war jetzt auch 1,5 Stunden unterwegs, ne? Ja, solche Touren muss man echt im Sommer machen, ne? Also, es ist halt immer irgendwie ganz cool, wenn man natürlich auch jetzt um die Jahreszeit was unternimmt. Aber eigentlich war ich tatsächlich zwischendurch am Überlegen, ob ich nicht mit dem Auto fahre, ne? Andererseits sage ich mir natürlich jetzt auch, so wie jetzt, naja, ist ja gegangen, war ja kein Problem. Also, meine Hände sind warm. Füße könnten ein bisschen wärmer sein. Das muss ich sagen, geht jetzt doch ein bisschen durch. Aber eine Viertelstunde und dann bin ich auch zu Hause und ja, wie gesagt, dann kann ich mich auch erstmal aufwärmen. Also man kann ja sagen, was man will, aber ich bin jetzt definitiv wach. Also als ich losgefahren bin, ich hatte ja also wie gesagt überhaupt keinen Bock, weil ja einfach nur 3 Stunden gepennt heute Nacht. Und dadurch, dass man natürlich jetzt 2 Stunden locker unterwegs war, bei Eiseskälte, Temperatur zeigt immer noch 2 Grad an, ja, ist man auf jeden Fall erfrischt. So, ich bin jetzt wieder so langsam in Richtung Heimat. 5 Minuten noch. Dann bin ich zu Hause erstmal ins Warme. Und insofern bedanke ich mich jetzt schon mal bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Kasi.